Herr Wittmer, herzlichen Glückwunsch, muss man sagen, ne? Nach dem 0:0. Ich glaube, Bayern hat zum letzten Mal vor 3 Jahren kein Tor im eigenen Stadion geschossen. Also alles richtig gemacht, oder? Ich glaube, wir haben vieles richtig gemacht. Das, was wir uns vorgenommen haben, das hat die Mannschaft super umgesetzt auf dem Spielfeld. Aber man kann es eigentlich nicht zu 100% alles verteidigen. Und die haben auch eine Chance gehabt, aber der Tüchtige hat dann irgendwo das Quäntchen Glück dann auch. Und die Mannschaft hat sich das verdient, gestern das 0:0 in München. Wie haben Sie die letzten Sekunden so erlebt? Ja, das ist eigentlich immer schwierig, weil da war dieser Freistoß auf der halbrechten Position und das wäre halt brutal bitter gewesen, wenn so ein Ball dann reingeht, wäre der ganze Aufwand im Endeffekt nicht für die Katze, aber das würde halt extrem wehtun. Aber unterm Strich war es dann einfach so, der Ball ging nicht ins Tor und die Mannschaft hat sich dadurch auch belohnt. Die letzten drei Partien gegen die Bayern haben Sie nicht verloren. Das ist irgendwie, werden die zum Lieblingsgegner, ne? Oder wie ist das? Würde ich jetzt nicht sagen. Also es wäre jetzt zu einfach. Also ich glaube einfach, wir waren gut vorbereitet. Ja? Die Truppe war richtig gut im Spiel, ja? Hat mutig nach vorne auch verteidigt. Auch wenn es in der eigenen Hälfte war, das sieht dann immer so aus, man zieht sich zurück. Aber mal immer wieder auf Querpässe sind wir nach vorne gegangen, haben probiert, den nächsten Pass zu unterbinden. Und dadurch ist es dann auch schwer gegen uns zu spielen. Haben Sie Eishockey gesehen heute? Eishockey? Nein, leider nicht. Da war ich zu müde. Also das Spiel gestern kostet auch immer wieder Energie, wenn man dann von draußen mitfiebert, 90, 95 Minuten. Aber ich habe mitgefiebert mit der Mannschaft, weil die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft, ich war selber 76, da war ich, glaube ich, 8 Jahre alt oder so. Und das war damals außergewöhnlich und es hat man so lange warten müssen. Und jetzt ist eine Mannschaft dorthin gegangen, die fokussiert war, wollte unbedingt jedes Spiel gewinnen und das hat man dann auch gespürt. Und durch den mannschaftlichen Teamgeist haben sie eigentlich sehr, sehr viel gerissen. Und das kann man auch ein bisschen auf der Fußball dann widerspiegeln. Und auch eine Mannschaft, die vielleicht personell nicht ganz so gut besetzt ist, aber durch den Teamgeist kann man vieles wegmachen. Und das ist ein Vorbild für die Fußballer, was die Eishockeyer da auch geleistet haben. Genau, das wäre nämlich meine letzte und nächste Frage gewesen. Russland hoher Favorit und trotzdem haben die immer gesagt, von vornherein, auch noch nach dem zweiten Drittel, das Ding wollen wir gewinnen. Ist das der nächste Schritt in den Partien zwischen Hertha und Bayern? Ja, das ist ein nächster Schritt, aber auch für die nächsten Spiele. Ja, wir wollen eigentlich auch jetzt Punkte sammeln. Wir wollen so schnell wie möglich auf 40 Punkte kommen. Und wenn dann noch einige Spieltage übrig sind und wir noch vielleicht noch auch noch extrem Punkte sammeln können, wollen wir eigentlich auch dann befreiter dann auftreten. Alles klar. Vielleicht mal kurz die Frage an die Emotionen. Sie haben ja dann wirklich die gefühlte Siegerfaust dann auch rausgeholt nach dem Abpfiff. Was waren das so für Momente direkt nach dem Abpfiff? Ich glaube, ich bin jetzt auch schon lange im Trainerjob dabei und wenn man in München zu Null spielt. Das ist was, finde ich, als Trainer was Außergewöhnliches. Und da kommt dann auch so Emotionen in einem hoch. Und das kommt dann halt auch mit dieser Faust vielleicht. Aber das kann man dann nicht auch verbergen, will ja auch nicht verbergen, weil unsere Jungs, die Emotionen dann auch, die mussten dann auch raus. Und die haben sich das hoch verdient gestern. Nehmen wir nochmal ganz kurz, Entschuldigung, diese Eishockey-Parallele vielleicht ganz kurz. Wie großartig ist denn das einzuschätzen, was Sie dann in München geschafft haben, gegenüber dem, was diese Eishockey-Jungs geschafft haben? Boah, das sind Olympische Spiele. Ja? Das kann ich jetzt nicht, ist schwierig einzuschätzen, aber außergewöhnliche Leistung von der Eishockey Nationalmannschaft, aber außergewöhnliche Leistung auch von unserer Mannschaft gestern. Mit dem hat ja keiner gerechnet, vor allem auch nach dem Heimspiel gegen Mainz. Da kam ja wieder so im Umfeld Gedanke auf, ja, da wird er abgeschossen, bla 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 bla. Aber die Mannschaft, immer wenn es ein bisschen schwieriger wird, steht sie da und hat immer eine Antwort. Jetzt haben Sie sich als Auswärtsmannschaft mehrmals unter Beweis gestellt in München, in Leverkusen, in Leipzig. Da wird der Gang nach Gelsenkirchen doch ein Spaziergang, oder? Das wird kein Spaziergang, weil das wird wieder ein anderes Spiel. Aber man kann selbstbewusst in so ein Spiel gehen, weil man weiß, man hat auswärts bei Top-Mannschaften bisher immer Antwort gefunden auf das Spiel vom Gegner. Und wenn man jetzt gestern auch, wenn man gesagt hat, wenn man vielleicht noch ein Tick mutiger gewesen wären im Spiel nach vorne, der Ball ein bisschen mehr auf dem Boden gehalten hätte, hätte man vielleicht auch nochmal eine Chance kreieren können und vielleicht was noch was hinzukriegen, dass man vielleicht auch ein Tor macht in München. Aber das ist eigentlich nicht schlechter gesagt, weil das Spiel
kostet auch mental sehr viel Kraft. Also nicht nur körperlich durchs Laufen, sondern auch, ich muss ständig im Spiel sein gegen Bayern München, weil die haben ständig Lösungen und da ist mein Gehirn so strapaziert, da ist es nicht einfach. Und da kann ich nicht immer sagen, wenn ich jetzt einen Ball erober, dass ich dann leicht nach vorne spiele. Also da, dann kann auch mal ein Fehlpass passieren. Jordan hat es die letzten Wochen gut gemacht, dann kam das Mainz-Spiel, da hat er so ein bisschen gewackelt. Wie wichtig war für ihn das Spiel gestern auch? Ja, der hat gestern wieder eindrucksvoll bewiesen, dass er ein, also ein großes Talent ist. Aber er ist Talent und um den nächsten Schritt zu machen, muss er einfach Konstanz reinbringen in sein Spiel. Und wenn er das schafft, und das traue ich ihm zu, weil er einfach auch sehr viel mitbringt als Innenverteidiger. Und wenn er sich fokussiert auf seinen Beruf, dann kann er einen großen Schritt nach vorne machen und für uns natürlich sehr, sehr wertvoll sein. Jetzt kommt Karim zurück. Hat sich die Hierarchie verändert oder ist Jordan immer noch der Herausforderer? Boah, was soll ich jetzt dazu sagen? Wir sind froh, natürlich, dass Karim zurückkommt. Das ist ein ganz erfahrener Spieler für uns. Und wichtig ist, wenn Hertha BSC solche Spieler hat, dann hat man in der Breite auch hohe Qualität und das bringt die Mannschaft immer weiter. Was ist der Sprung, den die Mannschaft dieses Jahr geschafft hat, dass man auswärts auch bei den Top-Teams regelmäßig gut aussieht? Das ist ja in den vorangegangenen beiden Saisons nicht so gewesen. Ja, ich glaube, da kommt eigentlich auch, man wächst. Ne? Die Mannschaft ist jetzt 2-3 Jahre zusammen. Man hat positive, sagen wir mal, Erfahrungen gesammelt mit 1-2 Auswärtsspiele und da geht man eigentlich in solche Spiele genauso und probiert eigentlich das Bestmögliche hinzukriegen. Und das ist, glaube ich, so ein Erfahrungsprozess, der da über 1-2 Jahre einfach auch stattgefunden hat bei uns. Und wichtig wird immer sein, dass man von diesem Weg nicht runtergeht und weiterhin auch auswärts mutig bleibt. Gibt es angeschlagene Vergessen? Also Kleinigkeiten. Das einzige Problem ist, glaube ich, Vladi Darida mit seinem Zehennagel. Das könnte ein größeres Problem werden. Wie weit sind Ibisevic und Meier Richtung nächste Woche? Der Vedat ist ja schon wieder voll dabei. Da muss man jetzt nur aufpassen, dass er nicht jetzt im ersten Training dann gleich wieder eine auf die Nase kriegt und fällt dann wieder aus. Und bei Meier, der wird am Dienstag, denke ich mal, einsteigen. Okay. Danke. Alles klar. Das ist Berlin, das ist Hertha. Das ist Berlin, das ist Hertha. Das ist Berlin, das ist Hertha.